Ich heiße Irmgard Eiben, bin 18.05.25 in Rüstringen geboren, jetzt Wilhelmshaven. Und hier wohne ich immer noch. Und ich, als ich aus der Schule kam und sah, bei uns war keine Fahne. Und ich meine Mutter dann gefragt habe, warum hast du keine Fahne rausgehängt? Der Antwort, oh, das habe ich wohl vergessen. Aber sie hat sich trotzdem nicht gerührt, sie hat nichts getan. In dem Fall hat die Fahne nicht rausgehängt. Das war eben vergessen. Schluss.